Okay, irgendwer hat gerade Rip Khan reingeschrieben. Auffällig. Ja, aber wo? Ich glaube, die wissen, dass wir einen Hide and Seek machen. Auffällig. Ja, aber wo ist auffällig? Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und Leute, herzlich willkommen zu einer Hide and Seek Challenge und Danja. Hallöchen. Es ist so, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen und wir haben gerade die Roblox-Joints an, sozusagen, dass man unsere Spiel joinen kann und dann kommt ja die Community eigentlich relativ schnell nach. Und es kann auch sein, dass dieser Soldat hier oder was das auch sein soll, vielleicht schon von unserer Community ist. Wir warten gleich noch ein bisschen. Könnte sein. Es ist so, Danja, wir werden nichts schreiben, ne, wir werden gar nichts sagen, wir werden einfach ganz normal zwei Runden Hide and Seek spielen und ich bin gespannt, ob die anderen das merken oder nicht oder uns verraten werden. Dementsprechend vielleicht auch keine, oh, guck mal, da ist schon der erste, Secrets vielleicht, also keine Secret-Verstecke oder Glitches, sondern ganz normal Stadtkern, okay? Ja, ist okay. Gut, wir warten jetzt kurz, damit ein bisschen die Leute auch da sind. Zum Beispiel hier ist zum Beispiel schon ein Danja-Fan, sehe ich gerade. Ne? Hallo, dankeschön. So, und ich bin gespannt, wie das, ob sozusagen, also wir dürfen jetzt nicht in den Chat schreiben, wo bist du oder so, ne? Sondern wir werden natürlich in den Chat gucken dürfen. Mhm. So, und wir warten ein, zwei Minuten noch, ne, damit ein paar Leute vielleicht hier drinne sind. Und wir treffen uns immer wieder in der Mitte, dass natürlich die Leute die Möglichkeit haben, uns zu verfolgen. Ich bin gespannt. Aber du hast es so verstanden, ne? Ganz normal spielen wir einfach. Ich hoffe es einfach mal. Also wir verstecken uns und die Leute können uns quasi folgen. Und dann hoffen wir halt einfach, dass die Person, die sucht, dadurch quasi es leichter hat. Richtig, genau. Okay. Und vielleicht gibt es auch eine Spielverderberin oder Spielverderber, die dann so schreibt, Khan ist hier oder so, weißt du? Ja, wäre aber auch okay. Ja, darum geht es ja in dieser Challenge. Ja. Wir werden verraten. Ist ja dann kein Spielverderber, ist ja dann Challenge Maker. Okay. Alles klar. Dann jetzt sind schon ein paar Leute da. Das heißt, wir können eigentlich schon starten, ne? Erste Runde, ich verstecke mich natürlich hier. Und du darfst dich, also ich bin jetzt hier und du darfst dich gerne verstecken. Okay, gut. Bitte nicht teleportieren oder so, ne? Sondern die Leute sollen die Möglichkeit haben. Klar. Ich hoffe, die Community macht mit und ihr sagt, wo wir sind. Weil das wäre dann perfekt. Weil das soll die Challenge eigentlich sein. Aber wir schreiben es nicht rein. Ich bin wirklich gespannt, ne? Ja, das hast du, glaube ich, schon 200 Mal heute im Video gesagt. Ja, ich sag das ständig. Ich sag das wirklich oft. Gibt's irgendwelche Regeln? Ja, Standard, ne? Also wie gesagt, keine Glitch-Spots und sowas, ne? Stadtkern, kleiner, größer machen, nicht erlaubt. Also unser Standard-Hide-and-Seek, würde ich mal sagen. Ja, also Glitch-Spots, dass die nicht erlaubt sind, das ist kein Standard. Ja, okay. Und einsammeln und so darf man nicht, ne? Okay, na gut. Also ich bin versteckt. Gut, okay. Ohne Tipps natürlich. 3, 2, 1 und go. So, ich guck mal natürlich direkt ins Chatfenster. Oder lass das direkt mal auf. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wo sozusagen eine Ansammlung von Menschen ist. Also hier sind auf jeden Fall 2, 3 Leute sind bei mir. So, die suchen mit mir. Mhm. Okay, es könnte sein, bist du vielleicht im Krankenhaus, Danja? Sind da viele Leute? Nein, aber da ist ein Auto. Also ich muss einfach nur gucken, wo vielleicht ein paar Leute sind, aber dadurch, dass sie dir gefolgt sind. Ja. Kann ich mal einfach einer schreiben, hey, wo ist Danja? Vielleicht weiß ja aber auch einfach keiner, wo ich bin. Ja, bist du denn gerade alleine oder sind auch Zuschauer da? Das sage ich dir nicht. Okay. Oh ja, ich glaube, Danja, bist du vielleicht bei der Bank? Warte. Ich sehe da oben auf jeden Fall was, aber es könnte auch gerade... Okay. Hä? Warum hast du dich so gut versteckt? Warum will dich keiner verraten? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin auch ein bisschen geschockt, dass mich keiner verrät. Also sind Leute da auf jeden Fall. Oh, warte. Vielleicht in der Schule? Okay, das sind... Oh, jetzt genau machen hier andere RP. Danja, wo bist du? Das kann nicht sein. Und ich wette gleich, ich werde verraten. Wie viel Zeit hast du eigentlich noch? Anderthalb Minuten knapp. Beziehungsweise eine Minute. Hä? Wo bist du denn, Danja? Oh, toll. Ich dachte, ich finde dich direkt auf Anhieb. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Okay, ich habe noch 30 Sekunden. Oh, Leute, bitte nicht mir folgen. Ja, du wurdest bisher noch nicht verraten, was ziemlich gut ist. Oh, Mann! Leute, wo ist Danja? Wo ist Danja?
Okay, Zeit ist um. Ach, schön. Also du bist voll an mir vorbeigelaufen. Hä, wo warst du denn? Witzigerweise in der Schule. Aber wo? Ich lag quasi einfach hinter diesen Sitzkissen. Oh, also nicht drunter, sondern einfach alleine dahinter. Ja, es war keiner bei mir. Es hat mich auch einfach keiner gesehen. Okay, dann spawn dich einfach mal in die Mitte. Ich glaube, ich werde gleich, verraten. Schlecht wäre es ja nicht für mich. Ja, ich weiß, genau aus diesem Grund. Wahrscheinlich, ich werde jetzt verraten. So, ich bin hier. Ich warte jetzt. So, okay. Gut, dann verstecke ich mich jetzt mal. Aber guck, das Gute ist, die bleiben jetzt alle bei Danja. Das ist schön. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen auch welche mit dir mit. Okay, ich bin versteckt. Okay, das ging relativ schnell. Ja. Dann starte ich meine 3 Minuten. So, hat irgendwer Kahn gesehen? Okay, irgendwer hat gerade Rip Kahn reingeschrieben. Okay. Da ist natürlich die Vermutung nahe, dass du entweder Richtung Krankenhaus oder Richtung Friedhof bist. Und da steht auch jemand. Oh, Hallöchen. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, danke. Oh, toll. Oh ja. Ja, genau das war das. Also eine Person ist mir gefolgt und ja, hier, Kam wird begraben. Genau richtig, Leute, ihr macht das genau richtig. So, okay. Ich wurde verraten, was aber auch nicht schlimm ist, weil darum geht's in der Challenge. Okay, Danja. So, komm mal in die Mitte und dann darfst du dich auch verstecken. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob ich dich jetzt finde. Okay, ja, so habe ich es mir in der ersten Runde gewünscht, aber ja. Gut, okay. Danja, du darfst dich verstecken. Okay. So, ich lasse schon mal den Chat auf. Och, Mann. Also so ist ein Hide and Seek echt schwierig. So, Danja versucht wahrscheinlich zu flüchten vor euch. Oder Danja? Niemals. Also hier ist schon mal Team Danja. Team Kahn, okay. Ja, danke schön. Ja, darum geht's gerade nicht, aber es ist nicht schlimm. Folgt einfach Danja und sagt mir, wo sie ist. Es ist gar nicht möglich zu flüchten. Es ist nicht möglich. Okay, wir brauchen irgendwie... Leute, wir brauchen ein besseres. Wir brauchen ein massentauglicheres Versteck. Das geht hier so nicht. Also wirst du verfolgt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann, wenn du stehen bleibst, schreibt auch vielleicht jemand, okay, Danja ist hier. Das wäre natürlich perfekt. So, ich bin versteckt. Okay, alles klar. So, 3, 2, 1 und go. So, okay. Ein paar Leute sind auf jeden Fall hier. Komm, wir suchen mal Danja. So, wo könnte Danja sein? Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, ich habe auf die Uhr geguckt. So, okay, wo kommen die Leute her? Och, Leute, schreibt doch bitte was in den Chat. Ich muss jetzt eigentlich nur immer in die Fenster und so schauen und gucken. Du bist hoffentlich nicht bei einem Secret. Ich schaue sicherheitshalber aber einmal. Weil hier kann ich das ja nicht sehen. Ah, Mann. Wo bist du dann, ja? Wo bist du? Alle dahin. Ja, aber wo? Och man, Leute, könnt ihr nicht schreiben, wo Danja ist? Bist du vielleicht im Agency-Bunker? Ich hoffe aber die ganze Zeit, dass es keiner schreibt, ne? Aber wir sind hier gerade sehr, ein gutes Team, würde ich sagen. Hä? Warum schreibt denn keiner? Mann! Auffällig. Ja, aber wo? Ich glaube, die wissen, dass wir einen Hide and Seek machen. Auffällig. Ja, aber wo ist auffällig? Du bist aber nicht in einem Haus versteckt, ne? Wie jetzt in einem Haus? Ja, also in einem fremden Haus oder so. Nein, das ist doch überhaupt nicht im Bereich, wo man sie verstecken darf. Ja. Danja, hab ich dich? Ich hab dich. Also, aber trotzdem, also, das war jetzt Zufall, dass ich hier bin. Ja, sie ist nicht hier. Ja, Pech gehabt. So, okay. Och, Mann. Okay, so, alles guck klar. Guck mal, sie wissen schon, was wir machen. Ja, und ich werde jetzt verraten. Ich will es mal hoffen. So, okay. Du darfst aber nicht schreiben, ne?
Oh Mann, ich würde so gerne jetzt Danke schreiben. Nein, das schreibst du nicht. Nein, gleich. Ich war so lieb, dass da geschrieben wurde, sie ist nicht hier. Und dass sie sich alles so vor mich gestellt hat, dass du mich nicht findest. Das war so lieb. Okay. Oh. Okay, so, du kommst einmal hier hin. Dann machen wir jetzt nochmal eine Runde. So, ich bin mal gespannt, ob jemand mit mir kommt. Ich hoffe nicht. Ja, das sieht gut aus. Oh nein, bitte nicht, folgt mir nicht. Oh, bitte nicht folgen. Gut. Ich versuch's mal hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich versuch's mal hier. Mach mal. Okay, alles klar, ich habe mich versteckt. Dann mache ich mal den Timer drauf. 3 Minuten, let's go. Es sieht gut aus. So. Ich glaube, ich werde nicht verraten. Schreibt aber halt auch keiner irgendwie so in den Chat. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So, Kahn ist hier oder hier. Es fragt doch irgendwie keiner, wo ist Kahn? Ja, stimmt. Sonst, wenn Leute auf die Server kommen, heißt es immer, wo sind Kahn und Danja? Stressig. Huch. 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 Ich bin runtergeplumpst. Okay, irgendwer hat hier die Farbe geändert. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Keiner schreibt was rein. Aber vielleicht möchte auch keiner die Runde kaputt machen. Kann ja auch sein, aber hey, das dürft ihr jetzt gerade. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich möchten sie das eben nicht. Sie versuchen wahrscheinlich gerade rauszufinden, was sie machen sollen. Du bist wahrscheinlich nicht alleine gerade, ne? Nee. Bist du denn alleine? Eigentlich schon, ja, aber hier waren gerade ein paar Leute, aber ich glaube, die sind raus. Okay. Ich glaube, ich werde nicht verraten. Ich glaube nicht. Das ist ziemlich gut. Kommt schon. Please. Tell me. Das willst du jetzt wissen, ne? Ja, natürlich will ich das wissen. Das ist halt eigentlich ein doofer Spot, wenn man da halt überall reingucken kann. Das wäre so doof, mit vielen Leuten sich hier zu verstecken. Oh, da kam gerade jemand rausgefahren. Wo? Hier kam gerade jemand raus. Wo? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Wo? Boah, vielleicht bist du da oben. Ich hab nicht mehr viel Zeit, ne? Ich hab nur 15 Sekunden. Oh mein Gott, nicht in den Einkaufswagen jetzt setzen. Alter. Oh mein Gott, bist du hier? Du bist safe hier in der Wand. Ich hab dich! Nein! Ich hab dich! Alter, war die letzte Sekunde. Es war exakt die letzte Sekunde. Oh ja, es fuhr gerade eine Person raus hier. Oh. Okay, ich will eine finale Runde, will ich noch. Wenn du jetzt nicht rausgefahren wäre, hätte ich dich auch nicht gefunden. Ja, ich glaube auch, weil genau in diesem Moment, wo du gesagt hast, hier ist jemand rausgefahren, ist eine Person rein und wieder raus. Okay, komm, eine letzte Runde will ich noch. Ja. Huh. Ich will mal gucken, ob ich jetzt verraten werde oder nicht. Beziehungsweise, nein, jetzt, du musst verraten werden. Ob ich verraten werde. Wahrscheinlich nicht. Okay, alles klar. So, ich bin hier und du darfst dich noch ein letztes Mal verstecken. Okay. Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Ihr müsst mir jetzt helfen. Ich bin versteckt. Okay, alles klar. Gut, 3 Minuten ab jetzt. So, da und wir gehen woanders. Okay, du bist anscheinend nicht alleine. Sonst auffällig. Okay, also einfach Panda hat es verstanden. Ich glaube, sie wird dich nicht verraten. Ja, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendwo hingeht und dann meinen Standort verrät. Ich glaube, sie versteckt sich mit dir. Okay, es wurde gesagt, etwas auffällig. Was könnte auffällig sein, Danja? Ja, das ist die große Preisfrage. Was ist auffällig? So, ich hoffe, jemand findet dich. Ah, okay. Warum ist hier der Vorhang zu? Okay, also bisher will es keiner sagen. Ist ja auch gut so, dass es keiner verrät. Ich will ja auch nicht, dass es irgendwer verrät. Hm.
bist du denn? Mann! Okay, ich such mal hier. Wo komm ich denn? Hallo. Wo bist du denn gerade? Ich bin jetzt hier im geheimen Gang. Okay, also die anderen suchen auch gerade nach dir dann, ja? Dann ist ja gut. Hä, wo? Alter, wollte mich gerade jemand verraten, oder was? Ah, ich hab dich trotzdem! Och, nö! Sehr gut. Leute, also, das war Hide and Seek, aber sozusagen mit Verraten. Aber ihr habt uns gar nicht verraten. Nein, also ihr habt es nicht mit Absicht gemacht. Ja, aber ihr wusstet es ja auch nicht. So, wir haben gehofft, dass es so ist, aber es hat nicht ganz geklappt. Aber bei mir zumindest direkt in der ersten Runde. Leute, wenn es euch Spaß gemacht, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Bis uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschüss.